In diesem Video zeige ich dir jetzt im Zusammenhang dann mit einer Datei, die wir gerade mit dem Windows Movie Maker 16.4 erstellt haben, oder die man auch mit dem hätte erstellen können, wie man mit dem X-Media Record Programm, das habe ich in einem vorigen Video schon gezeigt, wo man dieses kostenlose Video runterladen kann, diese erzeugte Datei vielleicht noch kleiner machen kann, was den Speicherplatzbedarf betrifft. Dementsprechend auch die Qualität dann schlechter. Ich hole mir jetzt diese Datei herein. Das ist hier diese Datei Flöte MP4 und seit der Größe, wie sie eingeblendet wird, um 24,5 MB. Klick auf Einfügen. Wird man dann das entsprechende Format, also ich möchte die MP4-Datei wieder bekommen. Und gehe aber dann jetzt hier auf Filter Forschen und stelle jetzt mir hier ein die Breite. Gebe einmal zum Beispiel 320, 240. Das Video wird dementsprechend dann kleiner. Wird dann hoffentlich auch weniger Speicherplatz dann benötigen. Bin hier bei den Jobs, noch hat er X-Media-Code nichts zu tun. Schauen wir an, wo hier ich das speichere. Dort möchte ich dann die fertige Datei auch gespeichert haben. Klick auf Job hinzufügen. Klick dann hier oben auf Codieren. Schau dann, wie lange es dann dauert. Es wurde dann erzeugt und ich schaue mir jetzt einmal an, wie groß dieses Video geworden ist. Wenn ich mir jetzt die Videos vergleiche, dann sehe ich, dass mein Video, das ich einmal eingefügt habe und dann konvertiert habe, erst einmal, das war das Flötenvideo, dass dieses Flötenvideo zuerst ursprünglich 25 Megabyte hatte und jetzt hat dieses Flötenvideo jetzt nur noch 2 Megabyte. Wenn ich das jetzt hier starte, ist es dementsprechend kleiner geworden, aber die Qualität ist immer noch halbwegs ansprechend, der Ton auf jeden Fall.